So, Jeff, du siehst wie immer super aus, aber die Tomaten, die leben jetzt ab. Da ist nicht mehr so viel übrig. Die Tomaten, die fangen hier an, so dunkel zu werden und abzufallen. Teilweise haben wir hier noch ein paar nachgereifte. Die könnte man wahrscheinlich noch verschmausen. Hier. Ja, aber die lassen sich nicht so gut abtrennen. Na, erinnert dich das an deine Jugend? Immer dabei, wa? Ich werde die jetzt alle hier abtrennen und dann kann man da auch ordentlich rüber mähen. Hat ja aber jemand gewurzelt, ha? Wahnsinn. Schmeckt's? Das gibt's ja nicht. Ich habe das Ding gerade weggemacht. Da war der Maulwurf wahrscheinlich tätig, ja? Wahnsinn. Das ganze Ding da aufgewühlt. Da war ja alles flach. So, Jeff, das sind unsere restlichen Tomaten. Das sind einige. Das ist genug. Ja, und die werden wir jetzt noch ein bisschen verteilen. Hinten auf dem kleinen Gartenstück noch. Da können die vielleicht noch nächstes Jahr ihr Glück versuchen. Und der Rest, der kommt in die Nähe des Igels. Der freut sich sicherlich über Futterangebot für sein Futterangebot. Also hier irgendwo treibt er sich immer rum. Da muss er wohl irgendwo sein Versteck haben. Kann man das eigentlich essen? Ich glaube schon, das ist sowas wie Rucola, oder? Also ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber. Jeff, willst du mal probieren? Komm her. Falscher Knopf. So. Was ist da? Hm? Aber aus diesen Tomaten wurde ich einfach nicht schlau. Die waren lange Zeit sehr, sehr hell, fast schon weiß. Jetzt wurden die fast schon ein bisschen gelb, aber kann man eigentlich vergessen, auch rausrupfen, ne? Ein paar Erdbeeren haben wir noch. Mit dem Fangen müssen wir noch mal üben, ne? Gott, verdecke, was ist mit dir heute los? Das ist wohl zu gesund, hä? Aber hier? Entweder reißen die durch die kalte Temperatur oder da macht sich irgendjemand zu schaffen. Schleichen wieder Leute rum. Die sammeln Nüsse. Der Chef beobachtet sie immer ganz genau.
Scheiße, das ist ganz schön kalt, du. Ja. Ja, gut. Besser als nichts, ne? Also das mit den Handschuhen war definitiv eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich musste mir was Fahrradhandschuhe kaufen. Und eigentlich soll ich mir auch einen Helm kaufen, wa? Du bist verhaftet wegen sexy. Du bist verhaftet wegen hot. Ja, heute noch. Das ist gut. Guter Junge. Sehr, sehr guter Junge.